Der König der Irren ist tot. Es lebe die Königin. Ja! Rede mit der, mit der Medaille. Diese Münze ist offenbar für ein viel größeres Münztelefon. Nur ein Meister der Bekloppten darf. Oh, ich bin so glücklich. Das glaubst du nicht. Ich bin so glücklich. Endlich. Hey, Zappelphilipp, guck dir mal meine schicke Medaille an. Ja, ich find's auch ganz berauschend. Es geht weiter. Komm, die schmelzen okay. Jetzt ein. Okay. So essen Olymponiten zu Mittag. Da kommt der Nächste. Ja, die essen ihre Goldmedaillen auch immer. Und nicht zwar schwer im Magen und ist beim Rauskommen leicht sperrig. Aber naja, Hauptsache es ist dumm. Guck mal, Harvey. Ich habe einen Topf voller Gold. Prima. Jetzt fehlen nur noch der grüne Wanst und das Kleeblatt am Hut. Da kommt der nächste Ausgang. So. Ja, endlich. Treppe runter. Hier durch. Ja. Oh, ich bin so froh. Da fällt mir eben was ein. Wir schreiben ja immer auf alles Mögliche drauf, ne? Was ist mit den Topflappen? Okay. Okay. Hihihihi. Ist mir so spontan mal eingefallen. Auf so eine Scheiße komme ich natürlich, aber nicht auf sowas. Aber das war jetzt auch wirklich... Hätte ich von Anfang an alles sofort herausgefunden, dann wäre es alles kein Thema gewesen. Aber so... Nee. Es tut mir leid, es ging einfach nicht anders. Ich schäme mich. Ja! Ja! Brauchen wir ja das jetzt so, das oder? Gold ist geschmolzen! Ja! Das sollte klappen! Haha! Dampfender Topf. Kinder, das Essen ist fertig! Noch nicht, Vati. Es ist noch früh. Morgenstund hat... Wir unterbrechen dieses Wortspiel für eine wichtige Mitteilung. Der Spieler mit der IP-Adresse 192.543.323.121 hat seinen Browser im absoluten Halteverbot geparkt. Bitte rebooten Sie unverzüglich Ihr System und stellen Sie sich gut sichtbar auf Ihren Balkon. Vielen Dank. Alter, was war das denn? Das war ja völlig bescheuert. Aber nett. Okay. Okay. Huhuhu. Dampfende Form. Dampfende Form? Warum wird der Schlüssel nicht endlich fest? Ich sollte irgendwie nachhelfen, so wird das nie was. Ich finde sicher einen Weg, die Form abzukühlen. Scheiße. Scheiße. Wo? Wie? Warum? Kannst du mal pusten? Was war das denn? Immer noch heiß und flüssig. Vielleicht sollte ich weniger rauchen. Das glaube ich auch. Quarzlunge. Aber hey, der Weg zum Krebs muss geteert sein. Jetzt müssen wir nämlich den Top auch noch, die dämliche Kacke auch noch abkühlen. Aber zum Glück gibt es hier ein Waschbecken. Und? Okay. Ja! Cool! Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Ich habe es fast geschafft. Ich muss nur noch irgendwie den fertigen Schlüssel daraus prügeln. Na, wenn das so ist. Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich hab's geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Yay! Ja! Guck ihn dir an. Ich habe einen eigenen Generalschlüssel. Ich fühle mich wie ein griechischer Sagenheld. Du hast den Olymp erklommen und die Götter auf ihrer Toilette eingesperrt. Ga!
Ja, endlich. Die Freiheit ruft. Aber bevor wir hier raus spazieren, werden wir erstmal alles aufschließen, damit jeder hin und her rennen kann, wie er es will. Sobald wir im nächsten Screen sind. Sobald wir die Treppe hoch sind und dann im nächsten Screen sind. Ja. Hallo? Ja! Ja! Sauber! So stark! Warte mal kurz, habe ich da eben... Ach so. Ah, siehst du, habe ich doch gesehen. Yeah, siehst du das? Siehst du das? Ein Fehler. Sie geht durch die Gitterstäbe. Wow. Halbfertiges Spiel einfach abliefern. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Aber das hier geht. Ja. Ich bin so frei. Ah, ist das schön. Hey, Hannibal, ich hab den Schlüssel. Hallo, Prinzessin. Kommst du voran? Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Okay. Ich werde einfach mal jetzt kurz speichern. Gut. Hat er gespeichert. Nicht, dass er uns jetzt umhaut, auffrisst und ich alles von vorne spielen muss. Nur so zur Sicherheit. Alter! Schwer einzuschätzen. Ja, das glaube ich auch. Harvey? Was hältst du von ihm, Harvey? Ich habe keine Angst vor ihm, wenn du das meinst. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Hab ich auch nicht. Alles klar. Ah, du bist frei. Ich habe den Generalschlüssel. Was machen wir als nächstes? Worauf wartest du noch? Los geht's. Schlag ruhig weiter Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Was ein Klugscheißer. Darum die offene Tür. Aber egal, der hilft uns. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Pff, wird man nicht frech. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Alter, du fängst dir gleich eine. Eine nach der anderen, da gibt's richtig Nackenfletsche. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wählst die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Penner. Schlag ruhig weiter Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Ja. Hier kannst im Dunkeln stehen. Mist, hat da Licht drin. Ein wirklich sehr sympathisches Arschloch, muss man ja mal sagen. Wow! Oh, ein Affenzahn. Die kannst ja kaum erwarten, hier rauszukommen. Kann ich verstehen, aber Wahnsinn, ey. So schnell? Hammer. Oh, ja! Ja! Ja, raus hier! Ich bin endlich frei! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harv. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist.
Gleichzeitig? Hä? Oh oh. Oh oh. Oh nein. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Nein! Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Ja. Herr Doktor, eine Katastrophe! Ender ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Okay, jetzt können wir schon mal nicht mal ins Haus zurück. Gehe zu ums Haus. Gehe zu gutes Deutsch. Okay. Da haben wir eine Garage mit einem Vehikel. Gehe zur Limousine. Wir sehen uns mal die Mülltonnen an. Oder der Deckel. Genug gedeckelt. Wie kann man denn deckeln? Dengel. Rede mit dem Deckel. Wird der Müll hier auch sorgfältig getrennt? Water. Kein Grund, patzig zu werden, junger Mann. Gib was auf den Deckel. Niemals. Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Okay, da kann ich wohl einfach nur was wegschmeißen. Garage. Oh nein. Oh nein. Schraubenschlüssel. Okay. Wofür? Dann nimm ihn einfach mit. Jawohl. Starthilfekabel. Okay. Womit? Keine Ahnung, nimm es erstmal mit. Die nimmt doch alles mit. Laktosen in den... Eingetrocknet und alt. Wie Dr. Marcel. Eingetrocknet und alt. Wie Doc. Eingetrocknet. Wie Doc. Okay, da lässt sich nichts machen. Können wir es davon mitnehmen? Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Das gilt dann wohl für alle. Fenster, Autotür, Fenster. Es ist einen Spalt weit offen. Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Mit Gewalt in den Spalt. Hallo? Ist da jemand drin? Keine Antwort. Wie bekomme ich die jetzt auf? Aufbrechen. Mach schon. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Upsa, du sollst damit reden. Hallo? Ist da jemand drin? Ich werte das als unentschiedenes Jein. Finde ich gut. Was sagt Poki zu dem kaputten Auto? Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Ja. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg. Das ist alles nur Unsinn. Alles nur Unsinn. Unsinn. Wah. Ja, dann laufen wir halt weg. Warum ist alles Unsinn? Wir haben so viel Zeug. Poki. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte. Hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt
aus der Anstalt raus. Es ist nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht, aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, hätte ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Jetzt echt? Uah, nein! Ich habe meinen eigenen. So einen hab ich schon. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? Verschwindet! Das gibt es nicht. Das ist ja sowas von... Was haben wir denn hier? Oh, geht zu den... zu 10 Garten? Hey! Fenster. Wachturm. Oh. Okay, wir gucken mal, was bei der Limo ist. Bevor wir da irgendwie rumstolzieren. Toll. Ein Schild. Wofür ein Schild. Dieses P wohl steht? Pavian Popo. Dann muss das Dr. Marcells Limousine sein. Ich dachte Popel. Warum kann ich mein Inventar nicht? Hallo? Alter, willst du mich verarschen? Warum ging das jetzt wieder nicht? Boah, leck mich doch. Ja, Randale! Jawoll! Wo haben wir das andere Zeug? Da ist die andere Unterschrift. Dr. Marcel. Ein wirklich widerlicher Name. Das P kann laufen. Ich würde gern, aber ich komme nicht näher ran. Die Walkable Area Map ist hier zu Ende. Ach, aber mit der Schere kommst du dran, oder wie? Hier gabeln sich unsere Wege. Nein, sag doch nicht sowas. Ich sehe nicht, dass da was geschrieben wurde, aber egal. Ich würde gern, aber ich komme nicht näher ran. Die Walkable Area Map ist hier zu Ende. Willst du mich aber verarschen? Limousine. Ersatzrad. Starrt mich das Auto etwa an? Spanner! Spanner! Hä? Oh oh. Wer war das? Wer war das? Noch mehr! Okay. Rede mit dem Auto, ohne es anzu... Du bist das Ross eines ungerechten Reiters. Aber ehrlich. Es ist das fünfte Rad am Wagen. Das stimmt. Rede mit dem fünften Rad am Wagen. Wie fühlt man sich als fünftes Rad am Wagen? Ich bin das sechste Rad. Das fünfte Rad am Wagen ist immer das Steuerrad. Daran habe ich noch nie gedacht. Klauen wir doch mal das Rad. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ja. Ja! Jetzt können wir mit Poki reden. Ich hätte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde,
Dr. Marcells Limousine zu zerstören, wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie da noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut, der halt nur zwei kurze Auftritte hat oder drei, aber gar nicht in diesem Bild, sondern in der Eingangshalle steht er ja in diesem Spielteil ganz alleine rum und fühlt sich unbeobachtet und singt dann Don't Cry For Me, Argentina. Das fand ich immer so rührend, dass er halt irgendwie, wenn er alleine ist, Don't Cry For Me, Argentina singt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil es so autobiografisch ist. Da bin ich ja mal gespannt. Guck mal, ein Kaugummi. Das nehmen wir doch mal mit.